dann der Tod eingesetzt. 7 Jahre später war die letzte Zelle dieser Zellkulturen verstorben. Durchschnittsalter eines Huhns 6 bis 8 Jahre. Normale Nahrung, normaler Tod. Perfekte Nahrung, Stillstand des Alters- und Verfallprozesses. Das war das Endergebnis dieser Forschung. Er hat gesagt, der einzige Unterschied zwischen Gleichbleiben und langsamem Verfall ist die Menge der Stoffe, die fehlen, und deren Qualität. Das heißt, okay, was habe ich zu tun? Diese Stoffe, die momentan möglich sind, mir alle täglich zuzuführen, dass diese 300 Millionen kleiner Haris mehr Energie, mehr Intelligenz haben und sich dann so weiter bilden. Das ist das Entscheidende. Das ist eine klare, einfache Message. Den Nullzustand, den er im Labor unter Idealbedingungen erreicht hat, kann man nie erreichen. Das muss man ehrlich sagen. Wir wollen ja nicht wie in einem Labor leben. Aber wir wollen dem einfach näher kommen. Und hier geht einiges. 80 Jahre nach dieser Forschung hat Dr. Joel Wollock das Gleiche mit einer anderen Forschung wieder bewiesen. Er hat den Auftrag bekommen, bei mehr als 20.000 Menschen und Tiere, die eines natürlichen Todes gestorben sind, eine Autopsie durchführen zu lassen, um die eigentliche Todesursache zu analysieren. Ihn hat nicht interessiert, ob die an Herz-Kreislauf-Versorgung gestorben sind, an Krebs oder einer anderen Krankheit, sondern wie und warum konnten diese Krankheiten entstehen. 12 Jahre hat diese aufwendige Forschung gedauert, die weltweit durchgeführt wurde von vielen Ärzten. Und das Ergebnis war zu 100%, nicht zu 99,9, zu 100%, bei Mensch und Tier Tod durch Mangel einer Nährstoffgruppe über längeren Zeitraum. Dadurch ging die Energie der Zelle zurück, die Intelligenz der Zelle zurück. Es wurden krankhafte Zellen produziert, die dann später zur Krankheit geführt haben, die wieder verantwortlich war für den vorzeitigen Tod. Er hat für diese Forschung die Nominierung 1992 für den Medizin-Nobelpreis erhalten. Er hat dann 91 Nährstoffe als lebensnotwendig erklärt. Das heißt, die brauche ich. Uneingeschränkt nach momentanem Wissen, woher ich kriege, ist ein eigenes Kapitel. Aber ich brauche sie, dass meine Zellen glücklich sind. Das sind 60 Mineralien, Spurenelemente, Ultraspurenelemente, 16 Vitamine, einige Eiweiße und einige Fette. Die Vitamine, die Eiweiße und die Fette kann ich über eine bewusste, hochwertige Nahrung, wenn ich so wie die Weltgesundheitsorganisation es empfiehlt, noch problemlos abdecken. Ist aber schon einmal so leicht, weil muss ich die 5 bis 7 Portionen frisches Obst und Gemüse wirklich auch täglich essen. Wer macht das wirklich? Aber auch wenn ich das schaffe, habe ich ein Problem, nämlich bei Mineralien und Spurenelemente. Weil die sind weltweit gravierend zurückgegangen. Aber die Mineralien und Spurenelemente steuern fast alle Prozesse im menschlichen Körper. 95% von alle Prozesse werden von diesen 60 Mineralien gesteuert. Das heißt, was fehlt mir jetzt? Wie viel fehlt mir wirklich? In Amerika hat man einen Test gemacht, was der Durchschnittsamerikaner an Mineralien über die normale Nahrung in zellgängiger Form wirklich abdeckt. Unser Ergebnis war schockierend, 3 bis 9. Ich habe keine Studie von Europa, wir werden besser sein wie die Amerikaner, weil wir haben noch bessere Böden. Und ich glaube auch sagen zu können, dass wir eine bessere Esskultur haben wie der Durchschnittsamerikaner. Vielleicht erreichen wir das Doppelte. Wenn die 3 bis 9 schaffen, vielleicht haben wir 6 bis 18. Vielleicht haben wir 20, 25, fehlen aber immer noch ungefähr 2 Drittel. Das heißt, 2 Drittel aller Prozesse laufen auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt, ich nütze 2 Drittel aller Möglichkeiten nicht, meine Gesundheit und Vitalität zu erhalten. Das ist Lotterie mit unserem Körper. So kurz. Und deswegen müssen wir schauen, wie ich mir die abdecke. Dr. Wollock konnte dann noch beweisen und untermauern, dass die Mineralien der Schlüssel sind. Er hat 5 Völkergruppen gefunden, die ein Durchschnittsalter über 100 Jahre haben und so gut wie keine Krankheiten kennen. Und er hat gesagt, was ist das Geheimnis dieser Völker? Er hat gesagt, eine Einzelperson, nehmen wir mal einen Johannes Hesters, der ungefähr vor 2 Jahren im Alter von 110 gestorben sind, hat er gesagt, an dem kann ich keine Forschung machen, weil da können so viele Faktoren mitspielen, dass er das erreicht hat. Habe ich aber eine ganze Gruppe und diese ganze Gruppe tut etwas, was die anderen nicht tun und sie erreichen dieses Ergebnis, dann muss ich bereits darüber nachdenken. Finde ich 5 verschiedene Gruppen, 5 verschiedene Völker, die aber alle 5 das Gleiche tun, was wir nicht tun, dann muss ich nicht mehr darüber nachdenken, weil dann wird es zum Gesetz. Und er hat festgestellt, dass alle 5 Völkergruppen keinen Mangel an Mineralien haben. Warum? Die spärliche Nahrung, die sie von ihren Feldern ernten, haben alle Mineralien in zellgängiger Form. Ihre Felder werden jedes Jahr von Gletschermilch überschwemmt oder sie tragen mit Kanister Gletschermilch auf ihre Felder
und arbeiten sie in den Böden ein. Was ist Gletschermilch? Durch das Wandern des Gletschers von circa 1,5 Meter pro Jahr, die tausende Tonnen vom Eis zermalmen das Gestein im Gebirge. Das Gebirge enthält so ziemlich alle Mineralien. Bei der Schmelze rinnt hochmineralienhältiges Wasser raus. Eine braunlich-weiße Flüssigkeit. Deswegen sagt man Gletschermilch. Auch hier bei uns in den Gletschern. Genau gleich. In diesem Moment sind diese Mineralien in diesem Wasser aber noch anorganisch. Nämlich 5 bis 10.000 Mal größer wie eine rote Blutzelle. Also es kann nie in die Zelle rein. Kann keine Zellnahrung sein. Pflanzen sind in der Lage, durch einen hochbiochemischen Prozess mit Photosynthese und so weiter, diese Mineralien für uns einmal vorzuverdauen und in sogenannte ionisch-kolloide Form zu bringen. Dann sind diese Teilchen der Mineralien 7 bis 10.000 Mal kleiner wie eine rote Blutzelle, also direkte Zellnahrung. Ionen bleiben immer frei schwebend, lagern sich nicht ab, deswegen gibt es auch keine Überdosierung, da scheide ich aus, was ich nicht brauche. Damit gehe ich der Natur konform. Und sind alle Mineralien vorhanden? Interessant, keine Krankheit. Was lernen wir daraus? Jetzt haben Sie in der spärlichen Nahrung alle Mineralien und sind gesund. Sie haben noch einen Vorteil, Sie haben nicht unsere Wohlstandsnahrung. Weil wir erleiden definitiv Mangel im Wohlstand. Weil viele unserer Nahrungsmittel enthalten weniger, als sie brauchen, um sich selbst zu verbrennen. Weil nicht nur, weil unsere Felder leer sind, auch von der Ernte bis am Teller, wo wir essen, gehen durch Verarbeitungsmethoden, durch Haltbarkeitsmethoden immer wieder wertvolle Stoffe verloren. Und die haben nichts mehr drinnen. Die riechen gut, die schmecken gut, die schauen gut aus. Ich wäre ein bisschen dick davon, aber nie mehr gesund. Und vielleicht kurz satt, aber nicht mehr gesund. Und der Anteil ist sehr, sehr groß. Einige kennen vielleicht das Gefühl, wo ihr richtig gut gegessen habt und dann hättet ihr euch gern 2-3 Stunden hingelegt nachher. Sag euch, was sie die Zelle da denkt. Die denkt sie, bitte leg die hin, dass ich die ganze Kraft zur Verfügung habe, den Müll, was du da oben reingefüllt hast, irgendwann hinten wieder auszukriegen. Und in dem Moment, wo ich munter bin, habe ich wieder Appetit. Ich habe Hunger. Warum habe ich Appetit und Hunger? Das ist einfach erklärt. Der Körper kann mir nicht sagen, hey Harry, mir fehlt Zink, Selen, Folsäure und Germanium. Der drückt es durch möglichst viel Appetit aus und vertraut auf meine Intelligenz, dass ich zum Richtigen greife. Aber da wird er oft grausam enttäuscht. Es ist halt so. Versteht? Es ist einfach ein Fakt, da müssen wir ehrlich sein. Weil wir essen in erster Linie nach Geschmack, Lust und so weiter, aber nicht nach Intelligenz. Und das ist oft auch nicht ausreichend vorhanden. Also essen wir wieder falsch und leer, und kommen in einen immer größeren Kreislauf nach unten und merken das gar nie. Dann beobachten wir unsere Umwelt, naja, der schaut auch gleich schlecht aus wie ich, also mache ich alles richtig. Ein Nachbar von mir, ungefähr 55 Jahre alt, aus 100 Meter Entfernung, siehst, dass er nicht gesund ist, sage ich zu ihm, du kannst ja nicht zufrieden sein mit deinem Zustand. Doch, mir geht's eh so gut. Weil der andere Nachbar ist erst 50 und der hat schon viel mehr Beschwerden wie ich. Weil er braucht nichts ändern. Solange er einen findet, der schlechter drauf ist, wer braucht er absolut nichts ändern. Wenn ich einen finde, der mir demonstriert, dass er mehr Energie, Lebenskraft, Freude und Vitalzellen hat, wie ich selber, ja, dann will ich wissen, was er macht. Weil vielleicht kann ich das in mein Leben integrieren. Vielleicht. Verstehst du, nicht alles will ich integrieren. Aber ich bin immer fort offen nach verbessern. Immerfort verbessern. Das bin ich mir verpflichtet. Verstehst du das? Und jeder von uns ist das. Und das Erste, was wir kriegen müssen, ein Wertgefühl für unseren eigenen Körper. Als Sportler habe ich es natürlich ein bisschen leichter gehabt, weil ich habe viel Geld mit meinem Körper verdient und habe gesagt, ich gebe dem Körper einfach das Wertvollste wieder zurück. Ist doch klar. Im normalen Leben, die meisten Menschen nehmen den Körper erst wertvoll und wichtig, wenn der Körper sie dazu zwingt. Das heißt, wenn schon Beschwerden vorhanden sind. Ein Grazer Arzt hat zu mir gesagt, Harry, nur 3% der Menschen sind in der Lage, aufgrund ihrer Intelligenz eine Entscheidung zu treffen und etwas im Leben zu verändern, um die Gesundheit zu erhalten. 97% der Menschen benötigen Schmerzen, um überhaupt bereit zu sein, was zu tun. Wenn ich da in den Raum reinschaue, schaut es nicht aus, als hätte es wirklich Schmerzen, also seid wegen der Intelligenz da. Wir lachen darüber, aber vielleicht hat der eine oder andere einen Freund gefragt, ob er mitkommt zu einem Gesundheitsvortrag und er hat gesagt, na, heute ist gerade ein wichtiger Fernsehfilm oder alles ist wichtiger, weil die Gesundheit steht an letzter Stelle. Das ist die Realität. Wir sind in Wirklichkeit die Elite, die hier ist, was Gesundheit betrifft. Aber wir brauchen nichts anderes tun, als das vorzuleben und mit anderen zu teilen. Irgendwann kapiert es jeder. Manche halt ein bisschen spät und manche gar nicht mehr. Macht aber auch nichts. Das ist die Fakt. Jetzt müssen wir Lösungen suchen. Lösungen heißt, irgendwoher muss ich diese Stoffe kriegen, die in der Nahrung so schwer mehr zu finden sind.
Jetzt können wir natürlich gemeinsam in ein, zwei Monaten, wenn die Schmelze um beginnt, in die Gletscher raufgehen und mit ein paar Kanister zwei, drei Mal Gletschermilch runtertragen, in unser Gemüsebett einlernen und nur mehr noch essen, was von dort kommt. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Wenn das aber vielleicht zu viel Arbeit für mich ist, oder vielleicht habe ich gar keinen Garten daheim, dann muss ich irgendwen anderen finden, der das für mich macht, und dann gebe ich ein bisschen was. Und wenn er mir das noch essfertig herrichtet, gebe ich ihm sogar ein bisschen mehr. Weil ich bin ja ein bequemer, fauler Mensch, wenn ich ehrlich bin. Versteht's das? Und dann sind wir bereits beim Sinn der Nahrungsergänzung. Ich ergänze etwas, was in der normalen Nahrung nicht drinnen ist, weil ich zu bequem, zu faul bin zum Suchen und auch noch ein außergewöhnlicher Genussmensch bin. Ich will gar nicht viel ändern, aber ich will sicher sein, dass diese 300 Millionen Haris gut drauf sind. Und deswegen fühle ich nach. Ganz einfach. Und das tue ich jetzt seit 37, 38 Jahren. Jeden Tag. Und ich wurde oft belächelt. Vor 30 Jahren haben meine Kollegen zu mir gesagt, Harry, glaubst du, dass du mit den natürlichen Nahrungsergänzungen schneller fährst oder mehr gewinnst? Weil das war ihre größte Sorge. Habe ich gesagt, nein, du nimmst keine und gewinnst auch. Also geht's auch ohne. Aber ich bin überzeugt, dass ich 20, 30, 40 Jahre später die Belohnung kriege, was ich heute täglich mache. Haben sie mir ausgelacht. Natürlich haben sie mir ausgelacht, weil ihre Gehirnzellen waren unterversorgt mit Nährstoffen. Jetzt haben sie es gar nicht kapieren können. Ist ja ganz normal. Nur jetzt lache ich und bei manchen lache ich nicht mehr, was es gar nicht mehr gibt. Da könnt ihr jetzt gleich mal 50 aufzählen von meinen Kollegen. Profi-Ausdauersportler haben eine wesentlich kürzere Durchschnittslebenserwartung wie normale Menschen. Man sagt 58 Jahre, das ist gleich niedrig wie der Durchschnitt von amerikanischen Ärzten. Sehr niedrig. Also wissen beide nicht, wie man gesund alt wird. Das ist Realität. Ich habe mir damals schon überlegt, vor 30 Jahren, warum gehen wir im Schnitt früher? Ich dachte, okay, wir verbrauchen viel mehr. Ich verbrauche 6.000 bis 9.000 Kalorien. Jeden Tag setze ich in Leistung um, wenn ich trainiert habe oder Wettkämpfe gehabt habe. Im normalen Leben brauchst du nur 2.000 bis 2.500, also das 3- bis 4-fache. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist aber nicht entscheidend, was ich verbrauche. Entscheidend ist nur am Abend, wenn ich schlafen gehe, wie groß ist das Minus des heutigen Tages. Dass man das vielleicht einfach verstehen kann, darf ich dich nehmen, du wärst heute nur vom Computer gesessen und hättest 2000 Kalorien Leistung verbraucht. Gell? Das ist das Aktive, aus dem Bett aussteigen, waschen und ein paar Sachen halt. Gell? Was halt die meisten, viel mehr Sport machen die meisten eh nicht mehr. Da kommst du mit 2000 Kalorien durch und hättest dir einen Nährstoffgehalt von 1500 zugeführt. Da geht es jetzt nicht um die Kalorien, sondern an Wert von Stoffe. Also am Minus von 500, das steht dann in deiner inneren Datei, ist das geprägt. Ich bin heute, nur Beispiel, eine Tour de France Bergetappe gefahren und hätte heute 9000 Kalorien in Leistung umgesetzt, hätte aber aufgrund meines Wissens mir 8750 zugeführt von wertvollen Stoffen. Das heißt, ich habe minus 250. Fakt wäre, obwohl ich heute das Vierfache geleistet hätte, wäre er ums Doppelte älter geworden. Versteht's das? Dieses Minus, mein ganzes Leben hindurch, hat einen entscheidenden Einfluss auf mein Endablaufdatum. So wie man das schon vor 30 Jahren vorgestellt. Und habe immer nur probiert nachzufüllen. Habe gesagt, am besten schlafe ich, wenn ich am Abend, wenn ich schlafen gehe, das Gefühl habe, Harry, heute hast du mehr gegeben, wie du verbraucht hast. Warum schlafe ich dann gut? Weil egal wie ich den heutigen Tag verhaut habe, das ist mir oft passiert, ich kriege mir als Geschenk am Ende des Lebens wieder dazu. Ja, ist doch Spaß, oder? Schlafst gleich besser. Und es gibt dir auch einen Sinn, etwas langfristig zu tun. Nährstoffversorgung hat nur einen Sinn langfristig. Ich leite mir, ich probiere einmal zwei, drei Monate. Es gibt nur eins, hast du es kapiert? Und dann gibt es keinen einzigen Tag mehr ohne mir. Dann habe ich gefragt, Harry, wie lange muss ich das nehmen? Sag ich, nur solange du Zellen produzierst. Ist ganz einfach. Aber so, wenn es auf Zellen wirkt, es gibt nur ein Ja oder Nein. Wenn es wirkt, muss es immer. Ich kann die Produkte wechseln. Wenn es ein hochwertiges, besseres finden, nehmt es. Kein Problem. Aber die Stoffe brauche ich immer. Und jetzt komme ich ja zu meiner Ideallösung, warum wir ja hier sind. Weil ich brauche was Einfaches. Ich war oft fertig, weil ich bis zu 15 Produkte pro Tag genommen habe und trotzdem noch im Mangel gewesen bin. Ich hätte auch 20 genommen, wenn mir einer gesagt hat, was ich noch brauche. Aber ich habe oft sogar einen sogenannten Zwölferwurf gemacht. Was ist ein Zwölferwurf? 12 Kapseln auf einmal rein. Und das 4-5 Mal am Tag. Lauter Naturprodukte. Aber druck einmal 4-5 Mal am Tag über Monate hindurch oder Jahre, das zeige ich rein. Das halten die meisten auch nicht aus. Da habe sogar ich oft versagt. Ich sage, warum ist nicht eine Firma so intelligent und passt sich unserer Schwäche an und tut alles in ein Produkt? Und wenn das Kapsel so groß ist, drucke ich, sage ich. Und dann kriege ich einen Anruf aus Amerika, Harry, da kommt was auf den Markt, was du seit vielen Jahren suchst. Alle Stoffe, die über die Nahrung nur mehr schwer abgedeckt werden können,
in einem Produkt konzentriert, das noch in flüssiger Form, schmeckt gut und nach den Forschungen von Dr. Wollock alle Mineralien in zellgängiger Form drinnen und ich muss sofort nach Amerika kommen. Gut, am nächsten Tag habe ich einen Flug gebucht, bin rübergeflogen, war einmal begeistert von Dr. Wollock auf der Bühne, er war damals knapp 73 Jahre alt, ist wie ein junger Bub auf der Bühne immer dumm gekupft, obwohl der Großteil seiner Kollegen bereits schon unten schläft, ruhig, tief und fest. Das heißt, er lebt das, was er sagt, ist auch wichtig. Und dann war ich natürlich sehr kritisch, weil ich habe schon seit über 30 Jahren damals schon mich mit dem Thema beschäftigt und habe schon alles gehört. Und wenn du alles hörst, glaubst du gar nichts mehr. Ich sage es euch ganz ehrlich. Aber wie immer gesagt, lieber 50 schlechte Produkte zu nehmen, als einen guten vorbeizugehen. Mich interessiert keine wissenschaftliche Aussage mehr, mich interessiert keine Studie mehr, mich interessiert nur Wirkung am Körper. Wenn das, was er sagt, was er wissenschaftlich schon belegt hat, wirklich stimmt, dann muss sie was tun. Und habe mir mal 400 Packungen schicken lassen und habe gesagt, probieren wir einfach aus. Habe es aber Freunde empfehlt, habe gesagt, testet das, ich will wissen, wie es euch geht. Harry, hast du noch eine Packung? Harry, kannst du vielleicht organisieren, dass ich das bis am Ende meines Lebens kriege? So viel hat sich bei mir und meiner Familie verändert. Und dann ist laufend so weitergegangen. Ich habe eine Rückmeldung nach der anderen gekriegt. Jetzt habe ich über 30.000 Leute, die das trinken. Allein in Österreich über 400 Ärzte, die dieses Produkt ihren Patienten empfehlen, mit sensationellen Ergebnissen. Ich spreche nicht mehr über Ergebnisse, weil dann die Leute immer sagen, wie man macht das und das. Wir sind kein Heilprodukt. Wir sind als Lebensmittel, als Nahrung in Österreich geprüft und zugelassen, mit der Aufgabe zu ergänzen in konzentrierter Form, was in einer normalen Nahrung nicht ausreichend drinnen ist. Wie man heilt überhaupt keine Beschwerde und verhindert auch keine, dass sie kommt. Aber es kann etwas, dass diese 300 Millionen kleiner Haris, also jeder von euch eure Zellen, mehr Energie, mehr Intelligenz haben. Das heißt aber, nach 4 Tagen habe ich 1,2 Milliarden Haris, die ein bisschen gescheiter sind wie die alten. Noch ein paar Monate habe ich ein paar Billionen intelligentere Haare, die werden dann mit den noch vorhandenen, ein bisschen dümmeren, einfach besser fertig. Und dann kann das eine oder andere auch regenerieren, ist nur mehr noch Zeit. Und noch dazu schmeckt's gut, also bin ich zufrieden und glücklich. Ich brauche nicht einmal einen Haufen nehmen und ich erspare mir ein Vermögen. Weil früher habe ich oft das 10-fache ausgegeben und habe nie das Resultat gehabt. In dem wir sind drinnen, mehr als 65 Mineralien, alle in ionisch-kolloider Form, die wertvollen Stoffe der Mangostanfrucht, Aloe Vera, Grüntee und noch alles zugeführt, um die optimale Wirkung in der Zelle zu erreichen. Ich arbeite jetzt seit 8 Jahren damit, inzwischen gibt es schon die 5. Auflage, weil es wird im Hintergrund permanent weiter geforscht. Der Dr. Yibi Yang, der diese Formel entwickelt hat, ist ausgebildeter Arzt der traditionellen chinesischen Medizin und westlichen Medizin und er verbindet diese beiden Wissen, um das höchste natürliche Antioxidantium, was im Moment auf dem Markt ist, mit der höchst konzentrierten Nährstoffinhaltsform, die es überhaupt gibt. Und das ist das Schöne, von dem wir profitieren. Oft werde ich gefragt, ja, aber wie kann diese Firma garantieren, dass alle Mineralien drinnen sind, wenn sie nirgends mehr im Boden sind? Das ist eine gerechtfertigte Frage. Weil obwohl diese Firma nur organisch-biologische Früchte verarbeitet oder Mangostanfrucht aus Wildwuchs, geht auch dort jedes Jahr der Mineraliengehalt zurück. Das ist Fakt. Das kann, wer was anderes sagt, würde lügen. Weil sie aber aufgrund den Forschungen von Dr. Wollock wissen, dass die Mineralien in ionischer Form ein Schlüssel zur Gesundheit sind, greifen sie auf einen etwa 72 Millionen Jahre alten pflanzlichen Kompost zurück. Damals hat in einigen Gebieten der Erde der Boden noch über 85 Mineralien enthalten. Der Urwald, der darauf gewachsen ist, hat diese Mineralien einmal vorverdaut für uns. Dieser Urwald dann verkompostiert, Millionen von Jahren luftdicht geschützt unter Vulkanasche. Daraus extrahieren sie die Mineralien mit einem speziellen Wasserlösverfahren, das ist ein patentiertes Verfahren, dass sie garantieren können, in jedem Tropfen ist das Gleiche drinnen. Und deswegen funktioniert auch diese Formel. Und diese Formel ist dann einfach in verschiedenen Formen verfügbar. Eins meiner liebsten Formen ist das Wurf, weil es in erster Linie entwickelt worden für die Jugend, für die Kinder. Wenn ich zu einem 15-Jährigen gehe und sage, nimm Vitamine, Mineralien, sogar schau selber, dass du gesund bleibst in deinem Alter. Ich brauche das nicht, in seiner jugendlichen Energie und Übermut. Sag ich aber zu einem 15-Jährigen, ich habe einen coolen Energietrink. Sag er, lass mich kosten. Wenn er einem schmeckt, trinkt dann.
Er braucht nicht einmal wissen, was drin ist. Es ist das gleiche drin wie im normalen Wimmer, nur zusätzlich Koffein von Guarana, Taurin und osmotisiertes kohlensäurehältiges Wasser. Dass es als Energietrink deklariert werden darf und von dieser Gruppe auch akzeptiert wird. Das ist eine absolute Sensation. Ich bitte es nicht nur für die Jugend. Meine Mutter ist auch jetzt 76, sie liebt das. Der leichte Kick von Guarana ist angenehm und nicht so aggressiv wie ein Kaffee. Gleichzeitig hat das Koffein von Guarana, also das natürliche Koffein, auch die Eigenschaft, jedes Koffein als Transmitter zu fungieren. Das heißt, es trägt die Stoffe noch schneller in den Zellen hinein. Deswegen haben wir auch Sportler bestätigt. 10, 15 Minuten vor dem Wettkampf und die Resultate waren deutlich besser. Ich habe einige Sportler, und da sind Weltmeister dabei, die haben gesagt, nie mehr ein Wettkampf ohne Wurf. Weil sie da sofort etwas tut. In der Anstrengung, in der Erschöpfung gehen die Stoffe schnell zurück. Und mit Wurf kann ich sie innerhalb Minuten wieder reinbringen. Und jetzt das Wichtigste am Anfang gesagt, Gehirnnahrung. Hier am stärksten. Weil das Gehirn benötigt die meisten Nährstoffe. Wenn wir kurz im Stress sind, sind wir mehr erschöpft wie durch körperliche Arbeit oder Anstrengung. Weil dann wird hier verbrannt. Aber hier komme ich am schwersten durch die Gehirnschranke wieder mit der Versorgung rein. Aber nicht, wenn es in ionisch-kolloider Form bringt. Und da haben wir die